Guten Tag. Wo darf ich ihn hinbringen? Nach Linz. Nach Linz, da kenne ich die Strecken eh, da brauchen Sie mir nicht helfen mit links und rechts. Ich bin bremsen, wenn Sie mir dann nur aussagen. Na, das kann ich nicht. Nur wenn Sie sehen, da steht was oder was, das dann sagen. Na, das ist toll, bitte. Sind schon drin? Ja. Sind schon drin? Ja. Bitte, was haben Sie gesagt? Der Stock war da auf dem Platz. Ich höre so schlecht. Na, das auch noch. Stock war auf dem Platz. Habe ich hier einen, da kann nichts passieren. Sie haben sich fast draufgesetzt. Ach so. Ja. Also, wo muss ich jetzt draufdrucken? Nein, da gehe ich. Nein, das hat gar keinen Sinn. Was ist denn jetzt? Ich kann ja nicht fahren. Sie können, ich kann nicht Auto fahren und Sie kann nicht lenken. Sie nicht. Brauchen ja nur sagen, wo links und rechts ist. Das dann geht er, wie ich fahren soll. Sie wissen ja. Es wird einem so schwer gemacht, wissen Sie? Ja, bitte fahren wir jetzt rechts, also vor, ein bisschen nach links müssen Sie gehen, damit dann das Auto vorher nicht anstoßen. Und dann fahren Sie hinunter, bis man dann in diese Ding kommt. Bitte 2012 rufen. 2012! Entschuldigen Sie bitte, lassen Sie mich bitte hinsetzen, ich bin Arzt. Danke. So. Ich mach das schon. Na, da geht schon, geht schon, geht schon. Bist du deppert? Bitte 1718 rufen. 1718! Aber Radlfahrer fahren da viele herum. Die dürfen auch da nicht fahren. Vor ein paar Minuten ist einer da runtergekommen. Meinen Sie, dass ich einen erwischen kann? Ja, ist möglich. Gehen Sie immer alleine, aber meistens gehen Sie ja zu zweit. Ich bin ein Cowboy in der Beziehung. Ach so, ja. Ich bin ein Cowboy. Ich will keinen Partner, weil den könnte man, wissen Sie, wenn ich aufgeregt bin, das Schiersam. Ne? Naja, Sie lachen. Aber es wäre nicht der Erste. Also mein erster Partner, den habe ich erschossen. Unabsichtlich. Er hat mich angeschrien und dann habe ich die Waffe gezückt und habe ihn erschossen. Ne? Ein Kollegen? Ja, sicher. Da sind mir die Nerven durchgegangen. Der schreit mich an, niemand schreit mich an. Niemand schreit mich an. Und wer das nicht akzeptieren kann, den habe ich erschossen. Mir sind es auch die Liebsten, die Kleinen. Ja, ja. Wenn ich am Abend den Käfig sauber gemacht habe, dann setze ich mich ein bisschen hin. Dann schaue ich so an und da kommt es mir manchmal vor, dass die mit mir reden. Das ist irre. Er ist ein ganz ein besonderer. Ja. Ja, der klopfe ich so ein bisschen an die Scheiben, dann kommt er, schaut er mich so an und dann sagt er, töte, töte, aber ich mach's nicht. Bitte 1224 rufen. 1224! Grüß Gott, ich habe eine Frage, bitte. Ich hätte gerne... Entschuldigung, ich habe eine Frage, bitte. Fräulein, ich rede mit Ihnen, bitte. Was tun für Sie? Ja, bitte, wenn Sie mir helfen könnten. Ja, und zwar? Ich hätte gerne für meine Frau einen Gutschein gekauft für Weihnachten. Ja, darf ich Sie mitbitten? Ja, gerne. Müssen Sie nur mitkommen? Ja, gerne. Ja, kommen Sie. Ja, gehen Sie halt weiter. Ja, kommen Sie mit mir. Ja, gehen Sie. Na, kommen Sie. Lass es mich in Ruhe, ich unterhalte mich mit dem Fräulein. Was hat sich für Sie geändert? Entschuldigung, ich habe Sie ein paar vielleicht ein bisschen was für mich. Bitte machen ein Interview, bitte nicht zu. Ja. Entschuldigen Sie, das müssen wir nochmal anfangen. Wir befinden uns hier auf der Maifa-Straße mit zwei sehr hübschen Damen, wenn ich das bemerken kann. Der Euro ist seit Jänner 2. Alter, schleicht dich doch, hab ich gesagt, was schwimmt. Die mit Städten, ja. Genau, schau dir. Genau. Küchenchef, der heißt Ahmed. Wenn ihr kostet, dann schlägt ihr doch den Finger immer ab, gell? Normalerweise nehmen wir ein kleines Löffel und machen das mit dem Löffel. Ja, ja.
Stimmt das wirklich? Na schon, wir kosten also den ganzen Tag. Das darf ich sagen, oder? In der Küche ist ja üblich, einfach mal so als Koch auch mit dem Finger zu kosten, oder? Also ich es ist üblich, machen wir so. Es ist üblich, ja. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt sagen soll. Ja, das. Ja. Also, ich sag nur, wir tun es natürlich so. Esmeralda! Zur Badener Bahn. Badener Bahn. Security Check Badener Bahn, bitte. Ist der Weg frei? Bitte Position halten, Peter Team sichert rechte Flanke. Alles klar. Was bitte kommen Sie mit, bleiben Sie ganz ruhig, es kann Ihnen nichts passieren. Rechte Flanke gesichert, bitte nachrücken. Vorsicht, verdächtiges Subjekt. 11 Uhr, 2 Meter, Position sofort. Vorsicht, halten. Vorsicht, rechte Flanke. Notstopp, bitte. Bleiben Sie ruhig. Okay, Position gesichert, weiter vorrücken. Vorsicht. Es kann Ihnen nichts passieren. Vorsicht bitte. Hätte ich nur nicht gefragt. Marihuana, Haschisch, Gras, Dope, Ganja, Mary Jane. Marihuana? Schauen Sie, das wären unsere neuen Brettspiele vielleicht, weil ich sehe, dass Sie mit der Tochter hier sind. Ein Spiel ab 4 Jahren, der Onkel wartet schon. Da geht es darum, dass man die Abkürzung durch den dunklen Wald nehmen soll. Und einer ist der böse Onkel und versucht einen dann ins Gebüsch zu zerren und nicht mehr aus dem Wald hinauszulassen. Das ist sehr, sehr lustig. Spiel des Jahres 2004. Oder vielleicht, das ist was für die Kleinsten, der goldene Schuss heißt es. Da muss man an der Schule beginnen, als kleiner Dealer, als kleiner, dreckiger, mieser Dealer Drogen zu verkaufen. Zunächst mit Uhu und Klebstoffen, also beginnt man seine Karriere. Dann arbeitet man sich hinauf zu Heroin, zu Haschisch natürlich, also die weichen Drogen, und dann das große Geschäft mit Heroin und Kokain zu machen, und am Schluss gewinnt der, der sich den goldenen Schuss setzt. Sehr, sehr lustig. Ist auch für die Kleinsten eben, dass man ein bisschen lernt, mit Drogen umzugehen, was sind welche Drogen. Ja, man kann nie früh genug beginnen, gell? Das ist bitte kurz mal, bitte. Warum? Der Herr ist ein Trickbetrüger. Was hat er denn gesagt? Na? Was wollte er wissen von Ihnen? Über Sparbücher. Über Sparbücher? Ja. Haben Sie mal alles erzählt? Ja. Seien Sie ein bisschen vorsichtiger. Ich habe keine. Ja, aber seien Sie ein bisschen vorsichtiger. Ja, warum? Sie wissen gar nicht, was Sie für Glück gehabt haben, was das für ein Kerl ist. Ach so? Ja. Gewaltig. Also kann ich nichts dafür. So, meine Herrschaften, mein Name ist Wachtmeister Wiesinger. Ich weiß nicht, wer bis jetzt diesen Zug kommandiert hat, aber mit dem Schlendrian hat jetzt ein Ende. Fräulein morgen ordentlich rasiert, Sie ordentlicher Schuhputz. Ich habe bemerkt, dass einige von Ihnen zu fett sind. Wir werden das ändern, indem wir Leibesübungen machen werden. Bei der nächsten Station alle raus, wieder eine 10 Liegestütze. Okay? Sehr gut. Alle auf, sehr gut. Und raus mit euch. 10 Liegestütze und wieder reinkommen. Sehr gut. Und alle raus. Glaubt ihr, merkt es nicht? Glaubt ihr, ich merke das nicht? Sind nicht alle ausgestiegen? Hallo, ich bin der Robert, ich bin der Beach-Animator. Wir könnten was spielen. Gehen wir runter zum Strand und da könnte man mit den Bällen was spielen, wenn du willst. Du könntest mich abschießen oder wir könnten noch irgendwas spielen mit der Pfeife oder was. Jetzt habe ich extra die mitgenommen, damit du auch was hast, habe ich einen dritten mitgenommen. Damit, wenn du zwei willst, du kannst doch alle drei haben. Na danke, geht schon. Ich muss jetzt nicht dringend, Lulu, gehen Sie mit mir aufs Klo, bitte. Später. Ich warte dann auf Sie, okay? Entschuldigung, ich würde jetzt noch fragen, war jetzt 14 Minuten drinnen und das zieht schon ein bisschen. Kann ich noch mal rein länger, oder? Ja, da würde ich dir empfehlen, noch mal 20 Minuten in den Turbo. Entschuldigen Sie bitte. Fahren Sie bitte nicht wieder so schnell. Grüß Gott, Fahrzeugkontrolle, Führerschein, Zulassungsschein und das Bahnendreieck, bitte. Grüß Gott, zum Flughafen bitte, mein Flieger geht in einer Stunde. Danke.
Entschuldigen Sie bitte, aber ich glaube, im zweiten Waggon hinten hat jemand einen Putz gelassen. Bitte folgen Sie dem Taxi, aber unauffällig. Danke. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen eng hier. Was? Wollen Sie sich auf meinen Schoß setzen? Ich muss ein bisschen scheißen, die sagen Sie, wo Sie kleiner Trautl hören. Gut, dass Sie da sind. Na gut. Jesus und Maria kommen auch gleich. Ja, na Gott sei Dank. Schaukeln Sie bitte nicht so wild, ich falle ja runter. Setz die Haare, wie soll ich hängen? Lass jetzt die Haare! Jetzt wird's aber langsam ein bisschen eng hier. Was ist denn los? Ich will nur hier hinsetzen. Ja, aber schaukeln Sie nicht so, ich falle ja runter. Ich falle hinunter, wenn Sie so schaukeln. Der fährt mit Benzin auch, oder? Nein. Oder ist das Diesel? Was? Diesel, habe ich gesagt. Nein, haben Sie nicht gesagt. Haben Sie nicht Radio gehört? Nein. Gibt kein Benzin mehr. Nie wieder. Für die Tante Lise. Mhm. Wunderbar. Zahlen Sie dann zusammen oder getrennt? Zusammen, glaube ich. Können Sie sich das überhaupt leisten? Für Sie? Einmal Backhändelsalat. Backhändelsalat. Sollen wir den frisch machen oder wollen Sie den von gestern? Was machen Sie heute noch? Was ich heute noch mache? Ich gehe heute noch ein bisschen aus und mit meinen Eltern. Echt? Bis Gott. Wir haben nur geschaut. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen.